Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder Thorsten aus Weiß nichts Welt und heute geht's mit dem Vergolden vom PV-Strom weiter. Und zwar wollten wir uns ja immer noch die zwei Akteure angucken, beziehungsweise vergleichen, die Warmwasserwärmepumpe oder den Heizstab. So, bevor wir damit jetzt starten können, nochmal mein berühmtes kleines Vorwort. Und zwar möchte ich mich bedanken bei Bernd Benecke. Der hat mir nämlich eine Spende über PayPal gesendet. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das auch mal machen wollt. Kann ja sein, dass ihr mal den Weiß nicht unterstützen wollt. Und dem Lars danke ich auch, weil er hat auch was gespendet. Also danke an euch beiden. Es wird dem Kanal zugutekommen und das kommt dem Kanal schon zugute. Denn ich habe aktuell das hier zum Teil heute bekommen. Das heißt, ich habe jetzt das obere Teil, das ist schon da, das untere Teil ist noch unterwegs. Also das haben sie in zwei Kartons verpackt. Okay, ist egal. Aber damit geht es ja demnächst weiter. Gut, also wir widmen uns heute aber dem Vergleich der Warmwasserbrauch- oder Warmwasserwärmepumpe zum Heizstab. Ja, was habe ich wieder getan? Also im Video PV-Strom vergolden oder Photovoltaik-Strom vergolden habe ich natürlich, statt mich jetzt nur mit den Speicherbesitzern anzulegen, mich auch noch mit den Heizstabbesitzern angelegt. Ja, ich bin auch streitsüchtig. Ich weiß auch nicht warum. Man muss das mal verstehen. Also wenn jetzt jemand so eine Anlage schon hat und hat den Heizstab da hingebaut, warum auch immer er ihn da hingebaut hat, dann ist das völlig in Ordnung. Jeder muss sehen und machen mit seinem Geld, was er will. Genau wie die Leute, die einen PV-Speicher haben. Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr euch das kauft. Wenn ihr meint, ihr wollt das haben und ihr könnt, dann ist das so. Ich möchte aber allen anderen sagen, was optimal ist. Und dann kann ich ja nicht was gutheißen oder positiv bewerten, was ich eigentlich negativ empfinde. Also bitte versteht das, dass ich halt, wie gesagt, den PV-Speicher an sich nicht gutheiße und den Heizstab auch nicht, weil das beides Geräte sind, die Geld verbrennen. Wir wollen aber ja wirtschaftlich arbeiten und damit letztlich dann, dass die PV den maximalen Gewinn macht, damit wir damit wieder neue Projekte im grünen Bereich machen können. Und in diesem Zusammenhang, meine N-Bank-Förderung ist auch gekommen. Also jetzt ist mein Akku wirklich bald fast umsonst gewesen und dann ist das auch wieder in Ordnung. Auch dazu kommt irgendwann nochmal ein Video, ein berühmtes Tapetenvideo. Aber nun steigen wir endlich mal ein hier in das Thema. Und das Thema ist Brauchwasserwärmepumpe versus Heizstab. So, jetzt ist die Frage, wenn man das bewerten will, muss man ja wieder ein paar Annahmen machen. Beziehungsweise ein paar Daten haben. Also der Energiebedarf für warmes Wasser pro Jahr und Person beträgt 1350 Kilowattstunden. Ich habe das hier mal drunter unterkopiert. Das ist eine Zahl von Statistik Austria. In Mitteleuropa werden im Durchschnitt pro Person 1315 Kilowattstunden im Jahr für warmes Wasser aufgebracht. Nicht, das üblicherweise auf 55 Grad erwärmt wird. Wie gesagt, das ist ein reiner Durchschnittswert. Es gibt jetzt sicherlich Leute, die brauchen ein bisschen weniger und es gibt wieder Leute, die brauchen ein bisschen mehr. Ein kleines Baby braucht bestimmt weniger. Ein Erwachsener, der zweimal am Tag eine Sportsession macht und sich danach ausgiebig duscht, wird mehr verbrauchen. Das ist eben einfach so. Aber das sind Durchschnittswerte. Anders kann man es nicht angehen. So, jetzt habe ich die Kosten der konventionellen Erzeugung gerechnet. Und zwar in einem Liter Öl sind ja ungefähr 10 Kilowatt Stunden Energie drin, wissen wir ja. Wir haben aber ja auch einen Wirkungsgrad bei Öl. Öl kostet im Moment so um die 90 Cent, ein bisschen drüber schon. Will das gar nicht aktuell genau nachgucken, aber ich gehe jetzt, wie gesagt, bei Öl und bei Gas von ungefähr gleichem Preis aus. Gas steigt jetzt auch. Ob wir mit 10 Cent überhaupt hinkommen, sei mal so dahingestellt. Aber wir rechnen mit 10 Cent die Kilowattstunde. Wo es auch immer schön zu rechnen mit so einer glatten Zahl. So, jetzt habe ich einen Heizstab. Wie gesagt, es geht hier auch hauptsächlich um den Überschuss im Sommer. Es geht jetzt nicht unbedingt um das ganzjährige Verhalten, nicht? Also Kosten bei Nutzung eines Heizstabs sind 1 zu 1. Das heißt, meine Stromkosten entsprechen auch den Kosten
für die Energie, für die Kilowattstunde warmes Wasser. Ist nicht ganz richtig. Auch ein Heizstab hat ganz leichte Verluste natürlich im Bereich der Elektronik und die ja außerhalb des Boilers sitzt. Also wird auch da ein bisschen an den Raum verloren geht. Aber da rechne ich mal 1:1. Das ist, wir können, also so genau kann man es nicht rechnen. So, jetzt sind das, rechne ich bei unseren Stromkosten mit 12 Cent. Das heißt, die 12 Cent ist eigentlich Vergütung und Mehrwertsteuer. Also ich rechne mit 7 Cent Vergütung und 5 Cent Mehrwertsteuer. Wenn ihr eine andere Vergütung, andere Mehrwertsteuer habt, müsst ihr das selber nochmal nachrechnen. Ist ja klar. Und der Preis für einen Heizstab wären 500 bis 800 Euro. Also der Heizstab kommt eigentlich 2 Cent teurer als die Kosten bei konventioneller Erzeugung. Ich sage eigentlich, weil... Das hat mir der Andreas Tenhagen auch nochmal geschrieben. Der hat nämlich einen Heizstab und hat das dann hier nochmal geschrieben. Ich glaube, Andreas sei gegrüßt, danke für deinen Beitrag. Ich glaube, man darf das nicht pauschal bewerten, sondern individuell. Vom Wirtschaftlichen her ist der Heizstab unsinnig. Doch, da der Heizstab in den Monaten für warmes Wasser sorgt, während ich die Gastherme komplett ausschalten kann, ist das erstmal nicht verkehrt. Während wir ein Vier-Personen-Haushalt, wäre die Situation aufgrund des erhöhten Wasserverbrauchs und der kleinen PV-Anlage sicherlich anders. Er hat, glaube ich, 4,95 Kilowatt Peak. Müsst ihr mal unter dem vergolden Video nachgucken, wenn es euch interessiert. Der hat da zweimal gepostet. Genau, dass ich trotzdem noch über 1500 Kilowattstunden Einspeisung habe, trotz Speicher und Heizstab, habe ich im Juni mir noch ein E-Auto zugelegt, um möglichst viel PV-Energie selber zu nutzen. Ja, also das ist auf jeden Fall klug. Das E-Auto wird auf jeden Fall die Energie besser nutzen, beziehungsweise mehr Gewinn erwirtschaften als der Heizstab. Der Heizstab, wie gesagt, kostet ein bisschen Geld. Wobei das, wie gesagt, die Frage ist, weil wenn die Heizung komplett ausgeschaltet wird, ist immer die Frage, ob wir mit den hier oben, mit den 10 Cent pro Kilowattstunde überhaupt hinkommen. Na, also das ist immer so, ja, es ist halt so ein Wert, eigentlich wenn die Heizung läuft, die läuft sowieso und dann, aber wenn man natürlich die Heizung, die hat ja auch Bereitstellungswärme, das heißt der Kessel an sich erwärmt ja den Boiler eigentlich indirekt, das heißt der Kessel muss auch mitgehabt werden, die verliert ja auch Wärme. Also die Frage, ob wir da mit 10 Cent wirklich hinkommen. Es kann also sein, dass er ungefähr mit dem Heizstab, wenn er die Heizung ganz ausstellt, auch 1:1 liegt. Also, dass die realen Kosten bei konventioneller Erzeugung auch 12 Cent sind. Wenn der Gaspreis, Ölpreis steigt, ist das ja sowieso so. Aber so grob. Das heißt, seine Methode kann zumindest kostendeckend sein. Das heißt, er kauft das Öl nicht, sondern er verkauft seinen Strom nicht. Gut, was jetzt umwelttechnisch besser ist, da muss ich auch mal was zu sagen. Umwelttechnisch ist es eigentlich besser, er würde den Strom einspeisen. Denn jede Kilowattstunde Strom, die er einspeist, verdrängt ja eigentlich netto Kohlestrom aus dem Netz. Kohlestrom ist sehr dreckig, während die Gasheizung und Ölheizung zu Hause weniger CO2 verursacht. Das ist einfach so. Also theoretisch, wenn man plus minus null arbeitet, sollte man eigentlich tendenziell lieber einspeisen. Weil der Effekt des Einspeisens auf die CO2-Bilanz eigentlich besser ist. Das ist aber auch wieder nur so ein virtuelles Rechnen, weil die Frage ist ja immer, ob die Netzbetreiber die regenerativen Energien dann nicht woanders abbremsen. Also weil sie ihre Kohlekraftwerke ja schlecht regeln können, sind die geneigt, immer gerne ein Windkraftwerk auszubremsen statt ein Kohlekraftwerk. Das ist leider auch so. Das sehen wir immer nachts. Ich habe mich mal gewundert, warum das nachts eigentlich so der Strom nachts so schmutzig ist. Man kann ja auf so einigen Webseiten nachgucken, wie der CO2-Gehalt des Stromes gerade aktuell so ist. Und dann ist er nachts komischerweise relativ schmutzig. Und das liegt witzigerweise daran, dass sie die Windkraft nachts ausbremsen, weil sie ihre Kohlekraftwerke nicht runterregulieren können oder wollen. Also da müssen wir vielleicht auch mal irgendwo einen tieferen gesetzlichen Eingriff machen. Sie bezahlen dann einfach die ausgefallenen Kilowattstunden bei den Windkraftwerken. Aber das ist natürlich eigentlich alles nicht im Sinne des Erfinders. Ne? Es wäre ja schöner, wenn daraus E-Autos geladen werden könnten oder dergleichen. Aber gut, ich hoffe mal, dass wir uns von diesen Dinosaurier-Geschichten mal irgendwann verabschieden. Gut, das war der Andreas. Den habe ich also so ein bisschen jetzt geantwortet. Ich hoffe, Andreas, du bist damit zufrieden. Sonst schreib mir unter dieses Video nochmal was dazu. Also, du machst jetzt nicht pervers was falsch. Es ist nicht ganz optimal, aber ja, muss jeder für sich entscheiden. Und das ist auch deine Entscheidung. Das ist auch ganz gut so. Jetzt bin ich aber ja bei der Wärmepumpe.
Kosten bei Nutzung der Wärmepumpe sind die Stromkosten durch 3,5. 3,5 ist die Arbeitszahl. Ich habe jetzt von einem User netterweise eine Tabelle gekriegt, die ich leider hier nicht einblenden kann, weil sie in einer E-Mail so verschachtelt war, dass ich sie nicht rauskriege. Hätte ich sie ausschneiden müssen, wollte ich jetzt nicht. Und ihr sollt auch nicht meinen wilden E-Mail-Ordner sehen. Der hatte Jahresarbeitszahlen von 4 im Sommer, also richtig heißen Sommer, etwas über 4 sogar, bis auf 2,8 im tiefsten Winter. Jetzt gehe ich ja davon aus, dass wir hier Überschuss-PV-Leistung nehmen und dass die Warmwasser-Wärmepumpe eigentlich hauptsächlich dann im Sommer läuft. Ich erkläre auch gleich nochmal, warum. Und beziehungsweise das erklärt ein anderer User oder sagt euch gleich ein anderer User, das steht nämlich darunter. Und die Kosten, also bei Nutzung Wärmepumpe, Stromkosten ist, teile ich dann durch 3,5, weil das eben die Arbeitszahl ist. Das heißt, eine Kilowattstunde in der Warmwasserwärmepumpe bringt uns 3,5 Kilowattstunden warmes Wasser. Das heißt, ich bin bei 3,43 Cent Kosten pro Kilowattstunde Warmwasser. Also schon mal deutlich weniger als beim Heizstab. Das wird dann schon sehr deutlich. Jetzt habe ich mal eine Annahme gemacht, um das mal so ein bisschen beispielhaft zu rechnen. Und zwar, ein 4-Personen-Haushalt benötigt dann Warmwasserenergie gesamt 5400 Kilowattstunden und kann durch die Brauchwasserwärmepumpe Überschuss PV 7 Monate nutzen. Also ich habe mit 7 Monaten gerechnet, es können auch 7,5 sein. Das kommt ja immer darauf an, wie groß ist meine PV-Anlage, wie viel Überschuss habe ich da. Habe ich auch noch ein Elektroauto, das auch noch PV-Überschuss laden will, dann höre ich vielleicht mit dem Warmwasser da etwas eher auf. Kann auch sein, weil halt das Elektroauto noch mehr Gewinne bringt, weil es eben dann ein Benziner ersetzt. Aber letztlich, das ist dann eigentlich auch egal, wo ich den Strom nutze und wofür ich Netzstrom bezahle, ob ich es für die Warmwasserwärmepumpe oder für das Elektroauto mache, komme ich gleich auch zu. So, Kosten bei Nutzung der Brauchwasserwärmepumpe für das warme Wasser der vierköpfigen Familie sind 108,05 €. Wenn ich das konventionell beheizen würde, wären das 315 €. Also schon erheblich. Der Gewinn sind also 207 €. So, jetzt ist die Frage, was kostet mich das denn? Eine Nachrüst-Warmwasser-Wärmepumpe kostet ca. 1.100 €. Das sind Geräte, wo man im Prinzip nur das Gerät an die Wand hängt, von dem Gerät Rohre zur Heizung zieht und an der Heizung sozusagen den Heizkreislauf des Boilers andockt. Es gibt sowieso Speicher, also Warmwasserspeicher, die das schon haben. Weil es gibt ja welche, die haben Isolathermie-Anschlüsse, es gibt auch welche, die haben Fremdheizungsanschlüsse. Meine Heizung hat das auch. Ich könnte also auch über Solarthermie oder anderes dann noch zuheizen. Und da muss man da rangehen an diese Anschlüsse und dann ist man ungefähr mit 1.100 €, kommen noch ein paar Rohre dazu, wenn man dabei. Ein Komplettsystem, also wenn ich jetzt sage, ich will dieses ganze Warmwassergeraffel der Heizung nicht nutzen, was auch ein bisschen in dem Moment zum Tragen kommt, wenn ich einen sehr kleinen Warmwasserspeicher in der Heizung habe, weil ich eine sehr hohe Temperatur benutze. Das machen ja auch einige, die haben dann nur 100 Liter Warmwasser, haben die aber mit 60, 70 Grad, sodass sie damit im Prinzip auch mit einer Familie hinkommen, weil man ja immer mit kaltem Wasser zumischt. Und eine Heizung, eine konventionelle, ist ja auch einigermaßen schnell. Da reicht dann so ein kleiner Speicher. Ist der Speicher also so klein, brauche ich ein Komplettsystem. Das kostet ca. 2.000 €. Gut, kommt auch ein bisschen Rohre. Ich muss das ja in das Warmwassersystem einflanschen und das Warmwassersystem dann irgendwie mit zwei Kugelhähnen abschaltbar machen, dass ich das also aus dem System nutze. Ich habe jetzt nur die reinen Kosten der Geräte genutzt. Oben beim Warmwasserheizstab auch. Also die 500 bis 800 € kostet nur der Heizstab, ein guter. Jetzt nicht der billige. Es gibt auch billigere natürlich, ganz klar. So, damit haben wir eine Amortisation der Nachrüstung, also nur auf den Gerätepreis von 5,31 Jahren bei der Nachrüst-WP oder 9,67 Jahre beim Komplettsystem. Also muss man sich bewusst sein, wir benutzen dann gut unseren PV-Strom, wir kriegen den ordentlich bezahlt. Beim Komplettsystem ist es natürlich schon auch vielleicht eine Investition in die Zukunft, wenn man dann anders heizt irgendwann, dass man bei einer Wärmepumpe, die man draußen hat, dann eventuell gar kein Warmwassersystem mehr drin hat und dann eventuell dann nur das Heizsystem noch anspricht.
Aber bei einer Nachrüstung, wie gesagt, sind wir bei 5 Jahren durch. Das kann man dann nochmal machen. Das ist ja auch ungefähr das, was ich machen möchte. Also die Nachrüstung, dass ich sage, ich werde meinen Ursprungsboiler ansprechen mit einer Warmwasserwärmepumpe. Und das dauert dann halt gut 5 Jahre, dann ist das bezahlt. Jetzt habe ich nochmal die ganzjährige Nutzung angesprochen. Eine ganzjährige Nutzung ist auch ein bisschen grenzwertig. Eine Warmwasserwärmepumpe nimmt normalerweise die Wärme ja aus dem Haus. Und da hat unten, ich rechne es erstmal kurz vor und dann gehe ich auf Yogi ein. So, also ganzjährige Nutzung wären also 30 Cent pro Kilowattstunde. Weil ich muss dann ja Netzstrom bezahlen im Winter. Man mögen auch noch mal ein paar Kilowattstunden PV-Strom runterkommen, aber ich rechne mit Netzstrom. Arbeitszeit ist dann ca. 3, weil es ja insgesamt etwas kühler im Haus ist. Ne, wie gesagt, also mein Zuschauer hatte mir gesagt, 2,8 waren es bei ihm. Er hat die Anlage im Keller stehen, die Aufnahme. Aber ne, ich nehme da mal 3. Und er hat auch gesagt, irgendwie war das Kellerfenster eine Zeit lang offen im Winter und keine Ahnung. Jedenfalls, ich rechne mit 3, dann bin ich bei 9 Cent pro Kilowattstunde warmem Wasser. Ist also wirklich ungefähr plus minus null ungefähr zur konventionellen Heizung. Bei den jetzigen Energiepreisen würde es sich ganz knapp lohnen. Frage, ob man es macht oder nicht, ist eine andere. Nachteile halt, es kühlt das Haus ab. Mit dem Fragezeichen. Das ist je nach Aufstellungsort. Wenn ich das Ding. Ich werde mal hier Yogis. Yogi hat ja einen Post gemacht und Yogi ist immer sehr, sehr gut bei solchen Sachen. Deswegen haben wir ihn mal zitiert. Hallo Thorsten, du bist so schön enthusiastisch und übersiehst ab und an die Details. Du bist doch Ingenieur. Ja. Ich bin Ingenieur Yogi, ja. Zum Beispiel die Brauchwasserpumpe. Normalerweise holt die Brauchwasserpumpe die Umweltenergie aus dem Aufstellungsraum und pumpt diese ins Warmwasser. Dann duschst du mit dem Warmwasser. Ein Teil der Wärme geht in Verdunstungskälte verloren, also bleibt im Raum. Der Rest in die Kanalisation ist weg. So, es sei denn, du rettest das noch über einen Abwasserwärmetauscher. Hat sowieso keiner, macht wahrscheinlich auch keiner. Wie kommt jetzt die Umweltwärme in den Aufstellungsraum? Die Wärmeenergie immer von warm nach kalt fließt, wohl aus dem Haus. Im Sommer kein Problem, da wirkt die Brauchwasserwärmepumpe wie eine Klimaanlage und kühlt dein Haus. Wir sind im Sommer, Yogi. Im Winter jedoch, also wie gesagt, das ist jetzt, was ich ja auch sage, ich will in diesen Monaten des PV-Überschusses, den PV-Überschuss ein bisschen besser nutzen und da warmes Wasser von machen. Im Winter jedoch muss diese Wärme zusätzlich ins Haus heizen. Das ist klar. Wenn ich jetzt einem. Jetzt, also ich lese das erstmal zu Ende vor. Steht die Brauchwasserwärmepumpe im Keller, dann wird die Wärme erst dann aus dem Erdreich gezogen, wenn es im Keller kälter als im Erdreich ist. Bei der kleiner 10 Grad. Wenn der Keller jedoch kleiner 10 Grad ist, dann fließt primär trotzdem die meiste Wärme aus dem Haus in den Keller. Abgesehen davon muss man bei den Temperaturen auch den Wassertaupunkt betrachten. Du siehst es, wenn du den Bilanzkreis nur um die Brauchwasserwärmepumpe machst, ist es verlockend. Wenn du den Bilanzkreis jedoch um thermische Hülle inklusive Keller machst, wird es deutlich ernüchternd. Und genau das ist das Problem, wenn man das hier oben macht. Dann besteht ja immer so ein bisschen das Risiko, je nach Aufstellungsort, dass man die Wärme mehr oder weniger dem Haus entzieht. Das heißt, man heizt einerseits das Haus und holt sich andererseits die Wärme davon wieder in das warme Wasser. Da kommt es dann wirklich darauf an, wo ihr die Luft hernehmt, die Luft, aus der ihr die Wärme entzieht. Aus der Außenluft ist ein bisschen auch nicht unbedingt perfekt günstig, kann man aber machen, machen auch einige. Ich habe auch einen Zuschauer, der holt die Luft aus der Garage und kommt da auch gut mit klar. Der hat mir allerdings seine Arbeitszeit für den Sommer nicht. Es können auch wohl nicht alle ihre Arbeitszeit, da muss man ja Zähler für haben und so. Aber er meint, das funktioniert super. Er hat also das Gerät Richtung Garage aus, hat das Gerät im Haus, im Hauswirtschaftsraum, aber die Löcher für die Luft gehen in die Garage, also rein und raus. Auch mal eben, wenn ihr sowas aufstellt, den Eingang und den Ausgang der Wärmepumpe möglichst ein bisschen auseinanderzieht. Da haben wir ja hier dieses Bild gehabt. Da sieht man das hier. Hier holt die also von hier irgendwo Luft und gibt die andere Luft da hinten irgendwo wieder ab, wahrscheinlich in den Nachbarraum, der hier irgendwie auch. Das ist eigentlich ein schönes Bild dafür. Wie gesagt, oben über dem Gerät ist dann der Eingang und hinten und links ist der Ausgang der Wärmepumpe. Und dahinter ist anscheinend irgendwie ein Abstellraum oder so, aus dem dann die Luft entzogen wird. Also eigentlich gar kein schlechtes Bild dafür. Kann man das eigentlich mal so ein bisschen deutlich machen. Also ruhig da entsprechende Rohrlängen verlegen. Gut. Das war der Yogi. Ich danke auch dir, Yogi, für deinen Beitrag. Also,
Ihr seht, das ist nicht ganz perfekt einfach. Mit ein bisschen Kopf funktioniert es aber. Und damit, wie gesagt, ist auch eigentlich ziemlich deutlich, dass der Heizstab an sich eher rausfällt aus unseren Betrachtungen. Und wir, wenn wir sowas machen, eher die Warmwasser- bzw. Brauchwasserwärmepumpe nehmen. Wie gesagt, sexy daran ist, wir können dann im Sommer die Heizung komplett ausschalten. Und wenn man hier dem Andreas Tenhagen glaubt, dann hat man ja auch dadurch noch ein bisschen Einsparung, was auch stimmt. Und das Gerät lebt dann vielleicht auch länger. Bei Gas bin ich mir nicht ganz so sicher. Bei Öl ist das kein großes Problem. Eine Ölheizung kann man 20 Jahre abstellen. Das ist nicht ganz so dramatisch. Bei einer Gasheizung, ja gut, gehe ich nicht so drauf ein. Aber ist eine Gasheizung lange Zeit immer ausgestellt zu lassen, ist nicht immer gut. Mein Sommer ist kein Problem, aber wenn sie ein Jahr aus ist oder so. Was wollte ich denn noch sagen? Genau, ihr seht ja irgendwann auch nochmal, da wird ja der Martin wahrscheinlich von gewaltig nachhaltig irgendwann so eine Brauchwasserwärmepumpe oder Warmwasserwärmepumpe, wie man es mal nennen will, installieren. Und ich nehme an, dass er das wirklich sicherlich uns in aller Breite die Zahlen dazu nennen wird. Ich nehme an, dass er auch ein Energiemessgerät irgendwie einbaut. Da müssen wir nochmal drüber reden, wie wir das dann machen. Also wir, in Anführungsstrichen, er muss es machen oder machen lassen. Aber vielleicht kann ich ihn ja noch ein bisschen weiter beraten da in dieser Frage. Mal gucken. So, wo geht es bei mir mit weiter demnächst? Also bei mir geht es weiter mit der Klimaanlage. Das habe ich ja vorhin schon angeteasert. Das ist, wie gesagt, das eine Teil ist schon da. Das, was oben im Bild ist, ist das Innengerät. Das ist schon da. Und ich schätze, dass das Außengerät morgen kommt. Und dann muss ich mal sehen, wann ich damit ungefähr anfangen kann, das zu verbauen. Da gibt es dann ein Unboxing-Video und vielleicht ein bisschen vom Bau. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ob ich das alles so gedreht kriege, wie ich es gedreht haben möchte. Eigentlich braucht man für sowas dann schon fast wirklich jemanden, der die Kamera bedient. Ja, eigentlich braucht man sogar jemanden, der beim Aufbau mithilft, die Leitung draußen in Empfang nimmt oder so. Ich glaube nicht, dass ich da drei Leute für habe. Ich weiß noch nicht mal, ob ich zwei Leute dafür habe. Das Loch in der Wand muss auch dann noch hin. Ich will mal sehen, was ich davon drehen kann und will euch versuchen, das klarzumachen, wie das alles so aufgebaut wird, wie das zusammengebaut wird. Es muss ja nicht jede Bohrung dokumentiert werden. Also ich versuche das grob zu dokumentieren und euch da irgendwie ein Video von zusammenzuschneiden, dass ihr wisst, wie man sowas aufbaut, und ich werde auch zeigen, wie man sowas am Ende entlüftet, denn diese Klimaanlage hat keine Quick-Connect-Rohre. Das erkläre ich dann auch nochmal. Und von daher muss man sie wirklich entlüften und beziehungsweise evakuieren, nennt sich das, dass man alle Luftmoleküle da rausholt, bevor man das Klimagas reinströmen lässt. Gut, das wird demnächst kommen, und dann wird sicherlich auch noch was kommen zum Thema Wärmepumpe. Dass ich nochmal so ein bisschen rechne, was die Wärmepumpe im Prinzip am Jahr an Ersparnismöglichkeiten bringt oder wie sie sich rechnet und ja, ob es Sinn macht, eine Wärmepumpe überhaupt einzubauen. Das müssen wir dann nochmal so ein bisschen berechnen. Gut, das soll es für heute gewesen sein, und ja, in diesem dunklen Deutschland. Das ist hier, wundert euch nicht, dass ich drehe das nicht mal abends. Das ist jetzt irgendwie halb vier am Nachmittag, es ist stockduster und naja. Okay, über PV-Leistungen müssen wir uns diesen November jetzt im Moment zumindest keine Sorgen mehr machen. In diesem Sinne, bleibt mir treu, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, wenn ihr informiert werden wollt. Also abonnieren, daumieren, also daumieren ist wichtig. Und was noch viel wichtiger ist, ruhig mal kommentieren. Also immer ruhig kommentieren. Und schaut meine Videos bis zum Ende. YouTube liebt das, wenn ihr bis zum Ende schaut. Tut mir den Gefallen. Gut, in diesem Sinne, ciao, ciao.